Herzlich willkommen zurück im Felsenturm-Tempel. Der wohl nervigste Tempel ever. Ich glaube, da war noch eine Fee drin. Und ich will sie ja eh alle haben. Dann nehmen wir noch mal kurz zurück. Und zwar dahin, wo ich den einen Schalter aktiviert hatte. Dann kann ich mir nämlich auch da schon die Fee einsacken. Ihr könnt mich mal. Okay, das war jetzt Glückssache. Jetzt kann ich mich einfach zum Eingang porten. Und da gab es nämlich noch eine Sonne. Wobei ich gar nicht weiß. Häng an der Decke, alles klar. Dann kann ich ja den Tempel jetzt drehen. Und somit hätten wir den ersten Teil des Dungeons geschafft. Ich brauche nur einen Stein. Das war schon mal der falsche. Und jetzt ist der Tempel gedreht worden. Und jetzt haben wir eindeutig die schwierige Phase. Und der Song ist jetzt ein wenig anders. Thank you.
Jetzt muss ich mit dem Deko was machen. Komm schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hin muss. So. Hier muss ich hin. Ich bin hier fest. Verzicht dich doch weh. Und hier kann ich gleich mal ein Licht voll schießen. So, jetzt kann ich das schon mal besser sehen. Verehrte Fee, das ist Nummer 11. Hilf schon. Aua. Ach, das habe ich noch vergessen. Ich konnte ja... Okay, passt. Und die Kiste erscheint hier. Da müsste ich aber eigentlich mit dem Haken rankommen. Wenn ich mich gut anstelle. Was? Was? Boah, verarschen. Abgepasst. Jetzt gehen wir mal jetzt mal hier mit diesem blöden Gegner fertig. Da ist noch eine Truhe. Schalter. Schalter für die Truhe. Ach Gott. Meine Aussprache heute wieder. Thank you.
Corona. So, was haben wir hier? Ach nee. Rumgeschiebe. Das wird jetzt ein Rumgeschiebe hier. Denn dieses Schieberätsel ist echt ätzend. Und ich glaube, nach diesem Raum beende ich den Part. Denn das könnte jetzt eine ganze Ecke dauern. Tschüss. Okay, ein bisschen Zeit haben wir doch noch. Ich muss allerdings den Raum noch zweimal drehen. Schon wieder. Tschüss. Aha. Habe ich schon wieder so einen Vorführeffekt am Hals. Friss das.
Alles klar. Dann werde ich mal den Part beenden und sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao.